Und jetzt ist sie endlich da. Colleen, hallo. Ja. Und ich habe dir was mitgebracht. Ja, du bist nicht alleine gekommen. Das finde ich toll. Für dich. Dankeschön. Mein Buch. Ein Lotti und ein Otto. Genau. Das heißt, wir werden heute nicht nur backen, sondern wir werden auch sprechen. Ja, über. Und wir können im Buch auch mal gucken, wie es aussehen soll, wenn es gelingt. Das finde ich auch gut. Ich weiß nicht, ob es wirklich gelingt, aber man könnte dann einmal so den Direktvergleich, einmal wie es im Buch aussieht, so in schön illustriert und ganz gerade Kringel und dann einmal so wie wir meine, es machen. Vielleicht etwas schiefere Version. Was wird das genau? Also ich weiß, die Dinger heißen Ottofee. Genau. Aber kein Mensch weiß, was das ist. Ja, sehr gut. Also wir haben ja hier zwei Otter, Lotti und Otto. Ah. Und Otto backt sehr gerne. Und zwar mit so viel Zucker, dass man Sterne sieht. Und zwar backt er gerne Ottofees. Das hat er sich ausgedacht. Das sind so lustige Kringel, die man ganz bunt dekorieren muss. Und die machen wir heute. Oh, da bin ich ja gespannt. Ich habe auf jeden Fall alle Zutaten besorgt, die du mir diktiert hast. Und das sind diese hier. 160 Gramm Mehl, ein Päckchen Bourbon-Vanillezucker, 300 Gramm Puderzucker, je nach Größe bis zu 4 Eier, 15 Gramm Zucker, 250 Milliliter Wasser, 1 Liter Öl, 3 Esslöffel Zitronensaft und 75 Gramm Butter. So sollen die Ottofees nachher aussehen? Ja, es könnte sein, dass meine Version so ein bisschen abstrakter wird, aber im Zweifel ist es Kunst. So, dann legen wir das doch einfach mal hier vorne hin. Ja. Dann haben wir schon mal ein Bild vor Augen, wie es aussehen soll. Ich finde ja toll, wie sauber und ordentlich deine Küche ist. Bei mir ist immer so richtig Chaos, wenn ich backe und wenn ich koche. Da ist immer richtig Jetzt Land unter. Jetzt bist du ja auch tätig in meiner Küche. Ja, oh Gott. Womit fangen wir denn überhaupt an? Also, das Wasser ist wahrscheinlich schon genauer abgemessen. Alles abgemessen, alles so, wie du es aufgeschrieben hast. Soll Dann ich das schon reinmachen? Bringen wir jetzt das Wasser zum Kochen. Mhm. Don't you apologize. Dazu geben wir dann die Butter und den Vanillezucker. Du bist wahrscheinlich auch Brandteig, du bist ja eh Teigexpertin, ne? Ja, aber Brandteig ist eine hohe Kunst. Ist eine hohe Kunst und ich versaue ihn, sag ich mal, zu 80%. Dann brauche ich deine Hilfe, weil ich kämpfe auch immer so mit dem Teig. Ich habe nicht genug Muskeln für Brandteig. Ich kämpfe immer extrem mit dem Teig, deswegen, du musst mir auf jeden Fall helfen. Bei Brandteig braucht man einfach nur einen guten Topf, den man hinterher nicht so durchschrubben muss. Guck mal, das Mehl können wir einfach alles reinmachen. Und dann vor allem rühren. Sobald er unten etwas festbrennt, raus damit und rein in die Schüssel. Die Küchenmaschine muss nämlich den Rest des Rührens erledigen. Juhu. Um den endgültigen Teig zu erhalten, kommen aber noch Eier mit rein. Ich habe den ja am Anfang immer mit 4 Eiern gemacht. Später bin ich dann dazu übergegangen, ihn mit 2 Eiern zu machen. Es ist ein bisschen Geschmackssache. Es kommt auch immer auf die Eiergröße drauf an. Also ich finde ihn jetzt fast zu fest noch. Da geht noch was, da oder? Da würde ich noch ein Ei ran. Eiertechnisch geht da noch was. Also rein damit, das Ei ist schnell mit eingerührt und wir kümmern uns schon mal um den Zuckerguss. Den mixen wir aus viel Puderzucker und etwas Zitronensaft zurecht. Ich habe auch Farben da, falls du den einfärben unbedingt möchtest. Unbedingt. Ganz bunt. Ganz bunt? Ja. Also ganz bunt kann ich dir bieten. So ganz viele verschiedene Farben. Guck mal, ich habe blau und rot und Lavendel, gelb. Bäckst du eigentlich deinen Brandteig oder machst du den in Öl? Ich habe jetzt beides mal ausprobiert und es schmeckt natürlich besser, wenn man den frittiert. Ja, also ich meine, es geht halt nichts über Frittieren, aber ich habe den auch mal im Ofen gemacht, das geht schon auch. Aber frittieren. Aber in frittiert schmeckt er einfach am allerbesten. Den sollten wir schon mal ölheiß machen, weil das dauert ein bisschen. Guck mal, hier sind noch ganz viele bunte Sachen, die kann man nachher dann drauf machen. Du kannst ja da kurz wühlen, ich mache ölheiß. Langsam wird die Küche immer chaotischer, also wie bei Colleen zu Hause. Ich möchte ja, dass meine Gäste sich wohlfühlen. Zum Färben verteilen wir den Zuckerguss in verschiedene Schüsseln. And I am dreaming. So, um das Chaos komplett zu machen, das Öl kocht. Es sieht so schön bunt hier aus. Weißt du, wie man das testet, ob das Öl gut ist? Das kennst du bestimmt, ne? Mit dem Holzstab? Ja, und wenn es blubbert, können wir reinschmeißen. Und es blubbert. Wir können also loslegen. Dazu füllen wir den Teig in einen Spritzbeutel. Gekringelt wird er erstmal auf Backpapierstückchen. So, ich halt fest. Ja, super. Wollen wir ein Herz machen zu Beginn? Wenn du sagst, die Ottofees sind herzförmig, dann glaube ich dir. Na, ich mache jetzt erstmal einen Kringel. Dann können wir es einmal direkt so machen, wie es im Buch aussieht.
Dieser Mottelkringel wird jetzt auch frittiert, bis er eine goldbraune Farbe bekommt. Dann kommen direkt die nächsten dran. Colleen lässt der Romantik freien Lauf. So, ich habe ja auch noch was Leckeres für dich. Ich dachte, ich mache eine Limonade für unterwegs, aber du kannst sie hier jetzt schon mal probieren. Ich habe zwei Flaschen gemacht. Eine ist schon im Picknicktopf drin und eine, dachte ich, lasse ich erst mal hier, dann kannst du testen, ob sie dir mundet. Was ist denn das für eine Limo? Sage ich dir sofort. Und zwar, oh, schön gekühlt, sehr gut. Da sind Bergpfirsiche drin und Minze. Das einfache Rezept dazu findet ihr natürlich auf six.de. Stößchen. Auf unsere bunten Otto-Fees. Oh, das riecht toll. Man riecht die Minze total gut. Und ich finde, so Bergpfirsiche haben einfach ein tolles Aroma. Das schmeckt fantastisch. So, hau rein mit den Farben. Oh, das macht ja immer am meisten Spaß, finde ich. Also immer drauf, was die Farbtöpfe hergeben. Der farbige Zuckerguss ist unser Kleber. Die Streusel machen das Ganze dann noch bunter und sitzen felsenfest. Darf ich zuerst probieren? Darf ich schon? Darf ich schon? Aber natürlich. Du darfst auch gerne sind die schön. Die sehen super aus. Die sehen, die sind viel zu schön zum Essen. Aber wir essen sie jetzt trotzdem. Wir essen sie jetzt trotzdem. Die anderen packen wir ein. Ja. Und das ist noch ganz weich. Oh, die riechen so gut. Die sind sau lecker. Das erinnert mich so ein bisschen an Pfannkuchen. Ja, stimmt. Leicht vanilliger Pfannkuchengeschmack. So dicke Pancakes, so ein bisschen, nur frittiert. Ja. Sehr lecker. Schmeckt sehr gut. Vor allen Dingen der Zuckerguss ist lecker mit der Zitrone. Mhm. Super. Das Rätsel ist gelöst. Das sind also Otto-Fees, leckere Brandteigkringel mit Zuckerguss. Die kommen sofort mit als Snack ins Gepäck.